Heute geht es weiter mit dem Luftfilterkasten RD für die KN50-2. Ich erzähle jetzt nochmal allgemein, was in der Spalbe alles verbaut ist. Der Motor ist komplett aus Neuteilen zusammengebaut, das heißt das Gehäuse ist neu, Kurve ist neu, alles Nachbauteile, also kein DDR-Bauteil, sondern einfach mal, was man alles bei uns im Shop kaufen kann, um den kompletten Motor aus Neuteilen zusammenzubauen. Wie gesagt, Standardgehäuse, M500er, 46,2 mm Gehäusebohrung, es ist verbaut in Vierganggetriebe, eine Federman-Kupplung und eine 5er Tellerfeder, ein SN50-Kupplungskorb. Wir haben drinnen normal verbaut C3-Lager und Wellendichtringe doppellippig aus Viton. Dazu kam dann ein 50er Zylinder von Almod. Der hat einen passenden Kolben bekommen, einen Innenringkolben, der nachgearbeitet ist, sodass man nicht Gefahr laufen, dass irgendwas klemmt oder sich der Kolben zu weit ausdehnt. Zusätzlich wurden alle Kanalkanten gebrochen, Grat entfernt, Gusslunker und falls Kanalkanten zum Beispiel jetzt überschimmern, die gleichmäßig hoch waren. Gegenüberliegend haben wir das nachgefräst, Beete auf die gleiche Höhe gebracht, haben aber jetzt keine Kanalfläche größer gefräst oder die Steuerzeiten wahnsinnig erhöht, dass es jetzt in Sport- oder Tuning-Zylinder wäre. Dazu kam dann noch ein Zylinderkopf von uns, den könnt ihr bei uns auch erwerben. Das ist ein nachgedrehter, damit man die Quetschkante optimal einstellen kann, haben wir von uns einen nachgedrehten Zylinderkopf genommen. Dadurch können wir mit einer 0,2er oder 0,5er oder 0,3er Fußdichtung die Quetschkante von 0,8 bis 1,2 mm einstellen. Bei unserem Motor ist es jetzt 0,8 mm. Mit dem nachgedrehten Kopf ist die Brennraumkontur ein bisschen angepasst und die Quetschkantenfläche. Dadurch kommen wir auf eine Verdichtung von 1 zu 11. Der Vergaser ist ein 16N1-11, auch ein Nachbauvergaser von MZA. Der besitzt eigentlich alle Teile, wie er aus der Kiste kommt. Also Nadelventil, 150er Mischrohr, 160er mit zwei Bohrungen, in der Leerlaufdüse eine 35er, in der Hauptdüse 72, die Leerlaufgemischschraube ist eh nur eine Dreiviertelumdrehung rausgedreht. Wir haben eine 10er Nadel verbaut, die hängt auf der vorletzten Kerbe oben. Es ist eine Wabe verbaut, wie ihr sie auch bei uns im Shop kriegt. Aus der Pappkiste raus, nichts Spezielles oder so. Wir haben in den Zylinderkopf einen Isolator Spezial 260 eingeschraubt. Nur vorher den Elektrodenabstand überprüft, dass er bei 0,4 liegt. Zündzeitpunkt ist abgeblitzt und eingestellt auf 1,7 VOT. Der Auspuff ist auch ein Nachbauauspuff. Krümmer hat Originallänge, ca. 360 mm, 28 mm außen, 25 mm ca. innen. Der Auspufftopf ist nicht dran verändert, so wie man kriegt bei uns. Der Krümmer ist 40 mm in den Auspufftopf eingeschoben und mit der Klemmstelle befestigt. Der Endtopf, die Tüte hinten, besitzt ein 65 mm langes Endröhrchen, was am Ende zusammengequetscht ist, also eine Verjüngung hat, und in zwei Plattenschalldämpfer, der auch nicht gebohrt oder irgendwas anderes ist. Also kein Tuning ist so, wie man den Auspuff am Originalfahrzeug als Ersatzteil fahren darf. Übersetzung ist bei uns aber Schwalbe Original 1534. Wir haben Kettenschläuche alles verbaut. Eine 420er Kette ist drauf. Das Hinterrad ist ein 16 Zoll x 1,6 Aluminiumrad. Dazu ist ein K36-1 Heidenau Mantel hinten drauf gezogen. Der hat jetzt auf dem Prüfstand 3 Bar, damit man die unnötige Reibung haben beim Messen. Wir werden jetzt mit dem 50er Motor und dem originalen Luftfilter messen, dann vielleicht gleich den offenen Luftfilter reinbauen, einfach den Gummiansaugstutzen raus, Filter alles raus und den Tuning-Sportluftfilter rein. Dann bauen wir unseren AKF 3D gedruckten Luftfilterkasten ein. Wir fahren das Fahrzeug warm, dann werden wir 3 Messläufe hintereinander fahren, um kalt, warm und heiß zu simulieren, dass der Motor richtig Wärme kriegt und der Auspuff richtig alles heiß wird. Wenn wir das haben, bauen wir den 85er Motor ein, werden dann dasselbe Spiel durchführen. Dazu kommt dann aber noch, dass wir da mal ein AOA 2 dran schrauben, in Resonanzauspuff und vielleicht sogar noch eben mit einer Blase ein bisschen mehr Volumen, um mal zu zeigen, wie die Leistungsunterschiede sind zum Originalen, zum Offenen und zu unserem Luftfilter, was da alles möglich ist. Hinter uns haben wir auch noch das Schallpegel-Messgerät aufgebaut. Das ist ungefähr 2 Meter von dem Fahrzeug entfernt und auf einer festen Höhe. Also es ist fixiert, steht immer an demselben Ort hier in dem Raum. Und alle Gegenstände bleiben auch in dem Raum so stehen, um den Höchstschallpegel zu ermitteln. Da probieren wir dann halt, wenn die 3 Messungen sind, werden wir das Gerät vorher starten, dass es sich den Höchstwert abspeichert. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt, ob man das messbar hier drinnen widerspiegeln können, dass der Originale am leisesten ist, der Offene am lautesten und unser so ein Mittelding ist.
Theoretisch könntest du. Weiter geht's, nächster Tag. Wir haben den Motor komplett umgebaut, auch einen anderen Auspuff dran. Und ja, ich erzähle jetzt wieder was über den Motor, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was wir überhaupt alles verbaut haben. Ist das gleiche wie der 50er, ein komplett neuer Motorblock, alles aus Neuteilen. Der Unterschied ist jetzt, das ist ein neues Gehäuse schon mit 54,2 mm Bogen. Wir haben ein Fünfganggetriebe von uns verbaut. Dazu kommt noch ein geradverzahnter Kupplungskorb, eine 5-Lamellen-Kupplung mit 1,6er Tellerfeder. Zylinder ist in LT85, wie er auch bei uns, also... Das sagt nicht, wie er bei uns kurven kann. Wir haben da ein bisschen drin rumgerührt. Dass er ein bisschen mehr Leistung hat. Ein angepasster Zylinderkopf ist drauf. Ein 21N1-11-Vergaser von MZA ist drin. Der hat eine 105er Hauptdüse. Die Nadel hängt auf Mitte. Leerlaufdüse ist auch eine 35er drin. Die Leerlaufgemischschraube müsste an der Teilumdrehung draußen sein. Auspuff ist jetzt in Reso-Auspuff dran. Also 32er Krümmer, gekürzt auf 250 mm. Endschalldämpferplatten hinten geändert, Endrohr geändert, alles. Den könnt ihr auch bei uns kurven. Das ist jetzt, der passt komischerweise ja dran. Der ist eigentlich für die SE50, geht aber gerade so mit Quellen noch an die Schwalbe. Die Übersetzung ist gleich geblieben. 1534 durch das 5-Gang-Getriebe und den anderen Kupplungskorb werden wir aber eine höhere Geschwindigkeit erreichen und der Motor dreht auch ein ganz schönes Stück höher. Zünderlage ist wieder die Wabe. Diesmal mit 1,6 mm VOT eingestellt. Zündkerze auch wieder ein Isolator Spezial 260 mit 0,4 mm Elektrodenabstand. Jetzt messen wir den 85er mit den drei Luftfiltern und drei verschiedenen Abgasanlagen. Vier! Geht los!